Okay, Pale Rose. Offering-technisch ist nichts allzu Interessantes mit dabei. Wir laufen mal direkt Main und hoffen einfach mal, dass wir den Generator hier oben schnell durchziehen können. Ich würde mir halt auf jeden Fall mal wünschen, dass wir irgendwie Freddy oder Sadako bekommen, weil die beiden fehlen mir immer noch für meine DBD-Statistiko. Aber am wichtigsten ist es mir natürlich überhaupt rauszukommen hier und bestenfalls dann auch noch zu pippen. Einer ist direkt an einem Totem dran, das ist natürlich sehr ungeil. Die anderen doublen den Generator, wie es aussieht. Die Mac, die Nia ist jetzt aber weg, die Feng auch. Okay. Das ist jetzt nicht das Geilste. Wir könnten gejumpscared werden, das ist nämlich ein Ghostface, wie es aussieht. Ja, dann überlasse ich dir den Generator hier und gehe weiter zu dem, den ihr vorher bearbeitet habt. Lady, bitte. Okay. Oh, Ghostface kann auf der Map halt schon scary sein, finde ich. Nass. Schön, dass dann... Das sollte definitiv nicht allzu viel Stalking abbekommen haben hier. Dann würde ich einfach mal den Generator hier anfangen. Oh, bitte kein Bambusel. Oh mein Gott, okay. Dann pre-throwen wir Shaq. Okay, gute Info, wir wissen, dass er Bambusel hat. Shaq ist zwar jetzt gefroht, aber das ist okay. Okay, die kann jetzt zwar Shaq gehen, aber da ist eben jetzt die Pellet schon down. Die sind an, ich glaube, dem gleichen Generator dran. Und ich mache jetzt halt das kleine Schiffchen hier bestenfalls fertig. Okay, warte mal, dann machen wir das so. Und dann gehe ich direkt mal Richtung Rescue. Weil die wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange durchhalten, wenn ich das mal so analysieren dürfte. Aber vorher gehe ich an den Generator, glaube ich, einfach noch dran. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Progress drauf. Ich verstehe nicht ganz von wo. Oh, warte mal, sie hatte, glaube ich, das Syringe? Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, also hat ihr nicht so viel gebracht, aber komplett fein. Ich werde hier lang gehen, das dann langsam outplayen. Er kann ruhig gegenkicken. Dann hole ich mir den Unhook. Ich würde ehrlich sagen, lass einfach Chance weitermachen. Wir haben leider gerade halt nur den Progress bei dem einen Generator hier. Was ich natürlich nicht so geil finde. Und er kommt von da drüben. Aber von wo genau? Ah, okay, er ist hinter Sable her. Das Problem ist jetzt halt, dass ich nicht weiß, wo die letzten Chance sind. Sollte aber jetzt auch nicht das übertriebenst große Problem sein. Ich würde aber eigentlich gerne halt mal einen Chase abbekommen. Ja, ein Triple Chase ist jetzt halt trotzdem nicht so geil. Oh, Protection it. Sehr gut.
Und dann können wir uns direkt healen gehen. Okay. Allein diese kleinen Mini-Chases sind schon was, was uns auf jeden Fall sehr hart weiterhelfen kann. Okay, dann heal du mich halt. Wir sind aber gefreechant. Wir sind aber gefreechant und der hat Bamboozle. Okay. Das verbessert die Situation nicht gerade allzu hart. Ich würde einfach mal sagen, wir splitten Chance. Ah, ich glaube nicht, dass das der richtige Way ist, Lady. Glaube ich ehrlich nicht. Weil er wird sehr wahrscheinlich sich denken, yo Bro, ich werde meinen Free Turn so nicht halten können, wenn ich jetzt weiter Fang hinterherlaufe, kommt zurück, hat dann halt den Free Turn und nur einen Generator, den er halt ein bisschen campen muss. Das ist auch noch der mittige. Aber bislang ist er noch nicht zurückgekommen, könnte also vielleicht doch der Way to go sein. Ich würde Know It definitiv nicht ausschließen. Aber er ist schön hinter Fang hier. Und hat da wirklich ziemlich wenig auf uns gegeben gerade. Dann können wir schön dahin laufen. Er ist beim anderen Gate. Wird wahrscheinlich auch einfach den Camp annehmen. Und bevor ich weiß, ob es eben Know It ist oder nicht, würde ich rausgehen. Das Problem ist, er könnte sich natürlich auch hier sneaken. Ohne Terrorradius. Das wäre auch ungeil. Aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Ich nannte nein das Gate hier mal. Und schaue, ob ich hier vielleicht irgendwie noch ein Totem oder so machen kann. Eine Chest wäre natürlich unten, aber weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich würde eher auf die Suche nach Totems gehen. Okay, kein Know It. Da ist nur eine Yellow Toolbox. Totems, bitte. Ich will halt jetzt auch nicht zu greedy sein. So ist es ja nicht. Aber ist es denn zu greedy, den Safe hier holen zu wollen? Na, schätzungsweise leider ja. Oh mein Gott, ja, komm. Schön. Dann hole ich mir noch einen Protection Hit. Ja, komm doch, Gun. Oh doch, war doch ein Protection Hit, sehr geil. Double Pip wäre nice. Aber mal schauen, ob das was werden wird. Ich glaube leider nicht. Ich muss einfach immer guessen. Einfach immer so negativ wie möglich guessen und dann funktioniert's. GGs gehen raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, das GG easy. Hätte man sich jetzt aber auf jeden Fall sparen können. Hey, bitte, Mann. Hör auf mit sowas.